Hey Mann, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist hier am Donnerstag. Wie gesagt, habe ich dir im letzten Video schon gesagt, heute geht es um das Thema Meditation. Ich gebe dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der du schnell und effektiv Meditation lernen kannst und jeden Tag anwenden kannst und die ganzen positiven Effekte nutzen kannst, die Meditation hat. Also es gibt viele wissenschaftlich belegte Effekte. Es wird dir aber auch enorm im Umgang mit Frauen helfen, denn dadurch, dass du meditierst, wirst du ruhiger, wirst du entspannter und dann wirkst du auch ungefähr so wie ich in meinen Live-Flirt-Videos. Wenn du das letzte Live-Flirt-Video von mir noch nicht gesehen hast, dann schau da mal vorbei, einfach auf den Kanal gehen und schauen, da steht Live-Flirt, guckst dir mal an und so eine Ruhe gewinnst du dann eben auch im Gespräch. Zusätzlich kannst du besser mit Tests von Frauen umgehen, im Flirt, in Beziehungen. Es bringt dir einen riesigen Vorteil für deinen kompletten Erfolg mit Frauen. Deswegen will ich dir ans Herz legen, Meditation, es reicht schon, wenn du jeden Tag so 10 bis 20 Minuten machst. Und du kannst mir nicht erzählen, du hast nicht 10 bis 20 Minuten, um das zu nutzen. Es gibt zusätzlich viele andere gesundheitliche Effekte. Du wirst ruhiger, du wirst konzentrierter. Du kannst deine Intelligenz besser nutzen, Stress wird abgebaut und abgebauter Stress sorgt nochmal ganz stark dafür, dass du einfach charmanter wirken kannst, dass du attraktiver wirken kannst, denn ein gestresster Mann wirkt nicht attraktiv, ein gestresster Mann ist nicht sehr potent, denn wenn du voller Stress bist, dann... Also Potenzprobleme können davon kommen, dass du überstresst bist. Ja, wenn dein Körper merkt, diese Person ist voll von Stress, dann ist Fortpflanzung jetzt nicht der krasseste Fokus, sondern erstmal diesen Stress abzubauen. Meditation hilft dir ganz enorm dabei. Meditation hilft dir, dich emotional ein bisschen besser zu kontrollieren. Das heißt, wenn du auf der Straße unterwegs bist und du bist so, nein, ich traue mich nicht, die Frau anzusprechen. Wenn du regelmäßig meditierst, dann hast du einen besseren Durchblick, dann kannst du besser diese Gefühle beobachten, die dir sagen, hey, es geht gerade nicht, ja, doch nicht. Und kannst sagen, nein, die Gefühle sind zwar da, aber trotzdem lasse ich mich davon nicht beeinflussen, ich gehe jetzt hin. Das heißt, Meditation hilft dir beim Ansprechen, beim Date selbst und vor allem auch in der Beziehung Ruhe, Gelassenheit, Präsenz. Präsenz ist etwas, was sehr, sehr anziehend für Frauen ist. Präsenz ist Männlichkeit, du wirkst dadurch männlicher. Ganz nebenbei, wenn du mein Buch Die Zeus-Methode noch nicht kennst, dann schau unbedingt mal vorbei. Die Zeus-Methode auf Amazon ist gerade wieder in den Bestseller-Plätzen am Durchstarten, wie immer. Also es ist immer wieder mal wieder ein Bestseller. Schau es dir unbedingt mal an, wenn du es noch nicht gesehen hast. Die Zeus-Methode einfach bei Amazon eingeben. Super Buch, kann ich nur empfehlen. Und Meditation, also Schritt-für-Schritt-Anleitung. Jetzt kommen wir mal dazu. Ich meditiere schon sehr lange und habe jetzt die Tage auch wieder angefangen, selber regelmäßig zu meditieren, weil ich... war ja auf diesem Meditationscamp, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, 10 Tage Meditation, 10 Stunden am Tag, wir haben nur meditiert und danach habe ich wirklich regelmäßig eine Stunde am Tag Vipassana-Meditation betrieben für so 1 bis 2 Monate und in dieser Zeit ging es mir einfach nur gut. Wenn Leute mich gefragt haben, wie es mir geht, dann habe ich gesagt, es ist alles einfach echt geil gerade. Und es war nicht diese Floskel, die du kennst, es war einfach ernst gemeint. Ja, es hat sich einfach, meine Wahrnehmung war super positiv, alles war super. Und ich habe jetzt gemerkt, wo ich so auch anderthalb Monate nicht mehr meditiert habe, gar nicht mehr meditiert habe, rein objektiv gesehen hat sich nicht viel verändert in meinem Leben, aber meine Wahrnehmung von meinem Leben, meine Wahrnehmung von Glück ist schlechter geworden. Also mir geht es schlechter, als es mir ging, als ich regelmäßig meditiert habe. Der Unterschied ist riesig. Der Unterschied ist riesig groß. Meditation ist super, super wertvoll. Gerade auch, wenn du einen Alltag hast, wo viel passiert, um mal runterzukommen, um mal Zeit mit dir selbst zu haben. So, kommen wir zur Meditation. Meditation muss nicht schwierig sein. Meditation kann sehr, sehr einfach sein. Und das, was ich dir empfehlen würde für den Anfang, ist super simpel. Setz dich hin. Also du kannst dich hinlegen, wenn du willst, aber setz dich lieber hin, weil dann bleibst du mehr wach, bleibst du konzentrierter. Hinlegen würde ich dir nicht empfehlen. Setz dich hin. Optimalerweise setzt du dich so, dass du deinen Rücken gerade halten musst. Also einfach aufrecht setzen, nicht anlehnen an eine Stuhllehne, dass du deinen Rücken gerade halten musst, weil dann musst du wach bleiben. Also du bist dann voll konzentriert da, dein Körper muss wach bleiben. Du kannst halt nicht einschlafen, wie wenn du jetzt liegst. Und dann geht es einfach nur darum, für den Anfang mal ein bisschen deinen Atem zu beobachten. Also deine Aufmerksamkeit nur auf deinen Atem zu fokussieren. Und du wirst merken, deine Aufmerksamkeit driftet so nach und nach immer wieder gedanklich ab. Du vertiefst dich in dieses eine Thema und dann geht es vielleicht rüber in das andere Thema. Ah, muss ich das und das auf der Arbeit noch machen? Ah, da ist ja auch diese nette Frau auf der Arbeit. Ah, wie soll ich den ansprechen? Ach, irgendwie klappt es nie mit den Frauen und so weiter. So dreht sich dann diese Gedankenspirale, du kennst das. Und wenn du merkst, dass du in die Gedanken abdriftest, dann führe deine Aufmerksamkeit zurück zur Atmung. Beobachte deine Atmung. Beobachte, wie die Atmung in den Körper einströmt, ja, wie sich deine Bauchdecke hebt, wie sie wieder ausströmt. Spür, dass du durch die Nasenlöcher, wie das da durchgeht oder durch den Mund. Am besten du atmest durch
Nase ein und aus und spür einfach mal diesen ganzen Fluss, diesen ganzen Sauerstofffluss im Körper. Achte mal auf die kleinen Feinheiten, auf die kleinen Details und richte da deine Aufmerksamkeit hin. Und du wirst merken, wie schnell du ruhig dabei wirst. Hast gemerkt, ich bin jetzt auch selbst beim Regen schon ruhiger geworden. Und führe einfach deine Aufmerksamkeit immer wieder zurück auf den Atem, wenn sie abschweift. Und das wird sie immer wieder, das ist ganz normal. Aber je besser du wirst, deine Aufmerksamkeit darauf zu fokussieren, desto besser kannst du die vielen Vorteile von Meditation nutzen. Denn wenn du dann zum Beispiel auf der Straße unterwegs bist und du denkst dir gerade so, und die kommen diese ganzen Gedanken in den Kopf, die kennst du, diese ganzen Ängste vor dem Ansprechen, diese ganzen Gedanken, darum sollte ich es nicht tun, und du konzentrierst dich einfach auf deinen Atem, dann können diese Ängste dich nicht mehr blockieren, dann wirst du hingehen, dann wirst du die Frau ansprechen. Und so einfach kannst du Meditation praktisch in dein Leben umsetzen. So schnell kann das gehen. Mach das für 10 Minuten, mach das für 20 Minuten. Wenn du krass bist, mach es für eine Stunde. Je mehr, desto besser. Das ist tatsächlich so. Und du wirst sehr, sehr schnell die positiven Effekte merken. Wenn du dann so ein bisschen fortgeschritten meditieren möchtest, dann kann ich dir empfehlen, dass du dich halt hinsetzt. Wichtig dabei, habe ich ganz vergessen, immer die Augen zu machen. Ja, dass du so wenig Einflüsse aus der Umgebung hast wie möglich. Am besten holst du den ruhigen Raum, machst ihn vielleicht noch dunkel, lässt dich von nichts stören, sagst vielleicht den Leuten in deinem Haus, in deiner Wohnung, okay, pass auf, stört mich jetzt bitte nicht, ich meditiere gerade. Und mit der Zeit werden die das auch einfach akzeptieren und dann sehen, wenn du meditierst und dich dann in Ruhe lassen. Und wenn du fortgeschritten meditieren willst, dann setzt du dich halt hin. Gleiches Schema wie eben, aufrechte Haltung, ja. Und dann konzentrierst du dich einfach mal auf die verschiedenen Bereiche deines Körpers. Das ist das, was wir in Vipassana gelernt haben. Ja? Also du konzentrierst dich zum Beispiel auf deine Hand und guckst mal so, was spüre ich hier? Weißt du, Wärme, Kälte, irgendwie Druck, vielleicht auch Schmerz. Was spüre ich da? So ein leichtes Zippen, so ein bisschen Luft über der Hand oder vielleicht Reibung des T-Shirts an meinem Körper. So, was spüre ich an dieser gewissen Körperstelle? Und dann geht es darum, diese Beobachtung, also einfach nur zu beobachten, nicht zu sagen, oh, es zwickt, ich will aber nicht, dass es zwickt, ich will, dass es sich so schön kribbelig anfühlt, sondern einfach so zu beobachten, oh, es zwickt und weiterzugehen. Du merkst dieses Zwicken hier in der Handfläche, dann geh zum nächsten Körperteil. Guck, was ist hier so, unterer Arm, was ist da? Ja, dann hier, der Teil, dann obere Teil des Arms, Schultern, ja, Gesicht, Haare so, ja. Beine, Oberschenkel, Füße, unter den Fußsohlen. Einfach mal den ganzen Körper so scannen nach Empfindungen. Und versuchen, und das ist das Wichtige, diese Empfindungen nicht zu bewerten. Also nicht zu sagen, oh, ich will diese Empfindung nicht haben, aber ich will lieber diese. Sondern einfach die Empfindungen so sein lassen, wie sie sind und nur beobachten. Und was du dadurch lernst, und das ist enorm mächtig, ist, dass wenn irgendwelche Sachen passieren in deinem Leben, irgendwelche unvorhergesehenen Sachen dir immer wieder passieren, dann lernst du einfach ruhig zu bleiben, indem du das beobachtest. Zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir mal an, jemand klaut 50 Euro von deinem Konto. Jemand knackt dein Konto und räumt dein Konto leer. Du hast wahrscheinlich mehr als 50 Euro auf dem Konto. Und dann merkst du das und du kriegst das mit. So jemand erzählt dir das und du bist so, okay, und bleibst ruhig. Ja, du siehst diesen Fakt, du nimmst den wahr, mein Konto wurde leer geräumt und du bleibst ruhig. Und ruhig bleiben heißt ja nicht, dass du nichts tust. Du bleibst ja nicht ruhig und sagst dann, okay, das macht nichts. Sondern du bleibst ruhig und handelst. Was auch immer das bedeutet. Ja, vielleicht gehst du zur Polizei und zeigst die Person an, wenn du weißt, wer es war. Oder du machst Anzeige gegen Unbekannt oder was auch immer du tust. Du bleibst ruhig und handelst. Weil was wir normalerweise machen ist, dieser Stimulus kommt so, hey, dein Konto wurde leer geräumt. Wir rasten total aus, fühlen uns dann noch beschissener, aber produktiv war es nicht. Durch das Ausrasten wird es ja nicht besser. Das Handeln ist das, was wichtig ist. Und du kannst besser, stärker, effektiver, klarer handeln, wenn du Ruhe hast. Du weißt das, du kennst das vom Ansprechen auf der Straße. Du gehst raus, willst die Frau ansprechen und es ist emotionales Chaos in dir. Ja, dieser Stimulus, ich will die Frau ansprechen, macht Chaos in dir. Hilft dir das, die Frau anzusprechen? Hilft dir das, diese Handlung voll zu verführen, die Frau anzusprechen? Nein, es ist schädlich. Es hilft dir nicht. Aber angenommen, du siehst die Frau und du spürst, also du spürst vielleicht diese Gedanken, spürst ein bisschen diese Unruhe, beobachtest diese Unruhe, lässt sie da sein, reagierst nicht drauf und dann handelst du einfach klar und stark und zielgerichtet. Und das kann Meditation für dich machen mit vielen anderen zusätzlichen Faktoren, die da noch zukommen. Also Meditation ist so, so wichtig. Ich kann es nur jedem Menschen empfehlen, meditiert. Nehmt euch jeden Tag 10 bis 20 Minuten Zeit. Jeder hat 10 bis 20 Minuten meditiert. Nutzt diese vielen Vorteile, die Meditation bringt und beobachtet, wie sich euer Leben unfassbar schnell ändern kann. Schön, dass du dabei warst hier am
Donnerstag. Am Samstag geht es weiter hier auf dem Channel. Aber check noch das Quiz aus. Das findest du unten in der Ecke, in dem du lernst oder in dem du rausfinden kannst, wie gut du Frauen verstehst und indem ich dir zeige, wie du Frauen noch besser verstehen kannst. Hier kannst du den Channel abonnieren und da geht es zum letzten Video auf dem Channel. Super krasses Video. Schau einfach mal rein. Schön, dass du dabei warst und wir sehen uns Sonntag wieder, beziehungsweise Samstag wieder. Bis dahin. Ciao.